Problem ist, sieht es in Iran ganz anders aus. Dort wird der Islam besonders streng ausgelegt und es gibt keine Trennung zwischen Kirche und Staat. Muslime, die dort die Religion wechseln wollen, droht sogar die Todesstrafe. In Niedersachsen gibt es iranische Flüchtlinge, die sich trotzdem trauen, zum Christentum überzutreten. Thilo Knops über einen überlegten und trotzdem schweren Schritt. Brigitte K. auf dem Weg zu einem ihrer Schützlinge. Die Sozialarbeiterin besucht einen iranischen Asylbewerber, der sich in Hannover christlich taufen lassen will. Im Iran wäre er wegen Abfalls von Allah mit dem Tode bedroht. Deshalb, und auch um seine Familie im Iran nicht zu gefährden, nennt sie ihn beim christlichen Namen, den er sich zur Taufe ausgesucht hat. Michael ist 31 Jahre und von Beruf Friseur. Und Herr Michael, ich habe gehört, Sie wollen sich taufen lassen? Taufe in Hannover. Ja, wie wird es mit ihm weitergehen? Wie sehen Sie das aus Ihrer Erfahrung? Der Herr Michael hat jetzt die Aufenthaltsgestattung hier. Das heißt, er ist im Asylverfahren. Und jetzt geht es ja darum, ob das Gericht ihm ob er die Anerkennung bekommt. Michael wurde von Fluchthelfern zuerst in ein anderes Land geschleust. An den Namen könne er sich nicht erinnern. Erst dann kam er nach Deutschland. Die Tochter eines Bekannten dolmetscht für ihn. Hat er nicht Angst, nach der Taufe trotzdem abgeschoben zu werden? Sicherlich hat er Angst, weil das, was er gemacht hat, ist sozusagen das Schlimmste, was er hätte machen können. Und er hat große Angst. Wenn Michael mit den anderen Iranern hier zu Mittag ist, lebt er schon jetzt als Christ und betet. Amen. Wochen später in Hannovers Marienkirche. Michael hat von seinem Landkreis eine Reisegenehmigung für die heutige Taufe bekommen. Aus ganz Deutschland sind Taufwillige angereist, fast alle Iraner. Die meisten haben sich lange vorbereitet, durch Bibelstunden, über das Internet und in Gesprächskreisen. Im Asylanerkennungsverfahren wird die Taufe nicht vor einer Abschiebung schützen. Das sagt Pastor Hans-Jürgen Kutzner den Konvertiten als erstes. Und betont, dass er die Muslime nicht missionieren will. Doch für jeden, der getauft werden möchte, ist die Kirche offen. Ich bin Iraner Seelsorger und in allererster Linie ist das, was ich tue, an den Menschen, mit den Menschen, für die Menschen, ein seelsorgerlicher Akt. Der Pastor sieht den christlichen Gottesdienst auch als Möglichkeit für die Iraner, erstmals eine Demokratie ohne Zwang und ein System mit Trennung von Religion und Politik zu erleben. Dass auch Muslime dabei sein könnten, die sich von der Taufe Vorteile im Asylverfahren erhoffen, ist dem Pastor bekannt. Doch das ist für ihn kein Argument für die Prüfung der Glaubwürdigkeit durch den Staat. So wie ich das Grundgesetz verstehe, hat eigentlich ein geistlich neutraler Staat nicht unbedingt das Recht, religiöse Einstellungen von Menschen, mit denen er zu tun hat, zu erforschen und auch zu bewerten. Jeder der gezeigten Täuflinge hat uns die Einwilligung gegeben, ihn zu filmen. Als Taufpaten von Michael sind heute zwei iranische Freunde gekommen, die er vor Wochen hier kennengelernt hat. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes. Michael, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am nächsten Tag zurück im Landkreis, dem Michael als Asylbewerber zugewiesen ist. Ihm steht jetzt noch eine lange Zeit der Ungewissheit bevor. Wird er als Flüchtling anerkannt oder nur geduldet oder gar abgeschoben? Das Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge wird die Glaubwürdigkeit des Übertritts zum Christentum prüfen. Und ein solches Asylverfahren dauert manchmal deutlich länger als ein Jahr. Ja, mehr dazu sehen Sie heute Abend bei uns um 21:30 Uhr in der Reportage Mut zur Taufe, wenn Muslime Christen werden. Weiter